Willkommen zurück. Es geht weiter. Vor Novigrad sind wir gerade und ich denke, ich gehe mal langsam Richtung Stadt. Das Ruhmestor. Wieso bekomme ich krieg immer Skellige ausgewählt als Quest? Das will ich doch gar nicht. Haben wir da was Neues drin? Königswyvern? Ach so, ja, gut, die haben wir noch nicht. Und die weiße Dame. Ja, das ging auch so. Ein Pünktchen verteilen, richtig, das sollten wir auch noch. Ein Punkt verteilen. Axi. Soll ich jetzt mal Irden weitermachen? Kann ich das? So. Gerade in letzter Zeit benutzen wir es ja auch dauernd. Dann meditieren wir gerade mal ein Stündchen, wie ich eine Schwalbe gebraucht habe. Und dann gucke ich mal, dass ich dieses Tor finde. Schild lesen. Fleischer. Ich sag doch, so ein Metzger. Hier bist du einfach nur ein alter Mann. Entschuldigung. Schnellreisen. Schmugglerversteck. Ach was. Kommst du neu in so eine Stadt, läufst du die Brücke und springst erstmal rein ins Wasser, weil Versteck. Ich hab die Tonnen auch schon gesehen, dass die da auf dem Wasser schwimmen. Dachte, was soll das? Die sind ja dumm, dass sie das so verstecken. Das sieht doch jeder. Ist doch kein Versteck. Und da nochmal A drücken. Die Fische sind gut. Keine Piranhas oder sowas. So, auftauchen. Ich wollte überlastet. Oh ja, okay, ich bin das erste Mal jetzt wirklich voll gepackt, deswegen kann ich auch gerade nicht so wahnsinnig schnell vorwärts. Ein Händler ist jetzt dringend vonnöten. Das sieht ganz schick aus, ist aber nicht besser. Die Rüstung, ja, dachte ich mir schon, die sind auch nicht viel wert. Lasst uns mal, ich habe relativ viele Schwerter dabei, die ganz gut sind. Ich könnte jetzt eine Axt auch auswählen. Ich weiß nicht, so als Zweitwaffe, ob das irgendwie sinnvoll ist. Habe ich noch nie gemacht. Was kostet denn nicht so viel? 71, 60, 69. Mal diesen Knüppel da wegwerfen. Ich wollte nicht ausrüsten. Wegwerfen ist Y. Reicht das schon? Nee, 91 von 90. Klamotten kosten auch alle relativ viel. Ja, die Trophäen auch. Ist schwierig. Eins von den Wedener Langschwerter. Ich meine, die bekommt man ja eigentlich auch recht oft. Die können wir auch mal wegtun. So, jetzt passt es genau. Und dann gucke ich, dass ich mir möglichst schnell einen Kaufmann finde. Einen Schmied, der mir das mal abkauft. Jetzt aber wie jeder anständige Mensch hier über die Brücke und durchs Tor. Trouble? Sehr schick. Ach, die haben ja alle dasselbe an. Das ist ja langweilig. Da hat einer ein Baby.
Und ja, die Typen erkennt man auch schon meilenweit. Ewiges Feuer, Fuzzis. Ein Schreiner? Plakate lesen. Bringt eure Kinder auf Marabellas Schule für die Kleinen, wo sie lesen, schreiben und Respekt vor den Göttern lernen. Wir verlangen kein Geld, sind aber für jede Spende dankbar. Dank eurer Großzügigkeit können wir unsere Arbeit tun. Vespulas Wäscherei. Wir waschen alles zu unschlagbaren Preisen. Wer uns heute schon seine Hosen bringt, erhält sie schon, schon morgen wieder sauber zurück. Da war schon zu viel. Die sexy Waschweiber von Novigrad. Mir hat gerade dieses schnurrende Geräusch gemacht. Ein Feuer. Musik. Was ja alles gibt. Ach, ich find's toll, einfach nur hier rumzulaufen. Ah, Sekunde, ich sehe so ein Schmiedzeichen. Muss ich da auf die andere Seite? Aber das sieht mir aus wie eine Taverne. Oder zumindest halt irgendwie so ein kleines Gasthaus. Witzigerweise, weil die sitzen da und essen. Aber das ist ein Schmied. Zumindest vom Zeichen her. Hallo? What do you have on offer? Redanian dumplings, speciality of the house, heartily recommended. Blimey. A vat gun in my establishment? It can't be. How do you know I'm a witcher? You joking? Silver blades. Who else uses them? Crafted in Mahakam, am I right? Must be about 40 inches long. An elven sword expert. You must be Ibir Hattori. Ah, indeed. I am. Geralt of Rivia. Heard a lot of good things about you. A pleasure, Geralt. How might I help you? Care to try a dumpling? Oh ja, bitte. Ich hätte gerne einen Dumpling. Ich krieg gerade Hunger. Nicht gut, dass man so was essen darf. Wir hatten eine lange Reise und so. Mm. Tasty. Glad to hear it. Anything else I can do for you? Ja, ich wollte eigentlich handeln. Ich suche einen guten Schwertschmied, das auch, ja. Looking for a good swordsmith. No one. Three swords on your back. A bit much, don't you think? Good one. But all jests aside, you make swords anymore? Really? It's dumplings now. I must make a living. But I miss the hammer, anvil, and bellows. Oh, the heat of the forge. Were it not for that swiving Van Horn. Don't know what you're talking about. I shan't greet a witcher with dumplings. Come, let me show you something. Das erklärt's aber auch, warum die da alle gegessen haben, obwohl er ein Schmied ist. Quite a collection. Premium quality, too. Thank you. I've kept these as mementos. Damn shame you don't make them anymore. I'd gladly replace what I have with this kind of steel. Someone with your skills? Why the hell are you needing dough? This might surprise you. The pay is better. But above all, it's much safer. Food vendors rarely disappear or end up as cripples. I see. Someone controlling Novigrad's smithing market? Not officially, though all supplies go through Ernst Van Horn. And they say he plays cards with Cleaver. Frequently. Ach, dieser Hacker. Zu dem gehören die Zwerge. Ernst Van Horn. Who's that? Modest beginnings. A small dockside workshop. However, he proved extremely ambitious. He knew he could not compete with other sword makers on skill alone, so he resorted to other methods.
other methods? A bit of slander here. Buying business debt cheaply and taking over there. And whenever the competition was a plowing non-human, he'd accuse them of being Havokars. Is that how he did you in? I did not give up without a fight. I went to town hall, negotiated. Alas, it was all in vain. He'd already enlisted Cleaver's protection. And in Novigrad, few dare get in Cleaver's way. Tried negotiating? Making a deal? With Van Horn? Do you jest? He's a proper heartless bastard. Either play by his rules and pay him, or go out of business. I see. But I shan't complain. Dumplings have proven an excellent source of income. Just... well... You miss the heat of the forge. Tried getting supplies from someone else? Those rogues of the underworld control all the sources. How am I to talk to them? Unless... would you be willing to help me? Want me to help you get your supplies? How? Just come with me to a meeting. As my bodyguard, it'll bolster my confidence. Truth be told, not so long ago, I tried negotiating some iron deliveries with one of the King of Beggars' men. Take it he's important in the underworld, too. Yes. What's more, he's on piss-poor terms with Cleaver, who backs Van Horn. It's just... he demanded an inordinately large share of the profits. I thought you might help me negotiate. I don't mean gratis. I'm certain we can agree on a fee. Could I choose someone from your collection? Oh, forget this rubbish. I shall forge you a sword fit for killing gods. I don't know. Criminal underworld. Not really sure I want to meddle with them. I badly need your help. Van Horn is a Van Horsen. He must be taught a lesson. I'd be eternally grateful. Plate armor, yours. Or perhaps you'd like a catapult or a trebuchet. Okay, vereinbaren wir ein Treffen. Natürlich helfe ich ihm. Fine. Arrange the meeting. Splendid. Meet me after dark, near the crane at the docks. Okay, von Schwertern und Knödel. Sehr schön. Interessante und nette Quest, denke ich mal. Auch wenn ich jetzt nicht meine Schwerter loswerden konnte und meinen anderen Kram, den ich eigentlich noch verkaufen wollte. Aber das macht nichts. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Vor dem Kaufmann steht ein Dieb. Das passt ja. Ach nee, ist ein Hexenjäger. Greetings, Your Honor. Good to see you again. Bring us the usual. Of course. Keep this up and you'll earn yourselves a preferential rate. Good, I enjoy shagging freaks. So, so. Die arbeiten zusammen. Da komme ich nicht rein. Da ist so ein Kaufmann-Symbol. Ich latsche einfach mal durch die Gegend. Komisch schreibe ich gerade irgendwie nicht. Egal. Gucken wir uns noch ein bisschen weiter um. Ich möchte eigentlich... ich habe schon wieder immer noch die falsche Quest ausgewählt. Ja doch, Weltkarte. So, also da ist irgendwo ein Händler, den ich aber gerade nicht finde, bin ich zu blöd zu. Das war der Waffenschmied, das Lager, das heißt, das ist wahrscheinlich auch eine Taverne, da können wir natürlich mal gerade hingehen. Mehrere Anschlagbretter. Da geht's zu Triss Quest, das ist noch im ganz anderen Stadtteil. Boah, das geht voll weit hier hinten noch rum. Möchte ich mir eigentlich mal alles ansehen. Lass uns mal in die Richtung laufen. Ich hab euch schon vorgewarnt, das wird halt jetzt Sightseeing. Aber dafür ist die Stadt so gut gestaltet, das muss man einfach tun. Das schuldet man diesem Spiel. Abgeschlossen. Komisch. Ist da auch ein Händler drin. Kaufmann.
Okay. Keiner, der mir gerade irgendwas bringt. So, da geht's über diese Brücke rüber. Moment. Das ist die Stelle, ja. Ich muss hier unten, wollte ich hin. Diese vermummten Gestalten sind so, dass wir irgendwie brummeln die ganze Zeit vor sich hin. Ein bisschen am Fluss entlang. Das sind die ganzen Schiffe, mit denen man nach Skellige kann. Da sind wir noch lange nicht. Banditen. Hier in der Stadt müssen wir uns anständig verhalten. Da können wir nicht einfach Banditen angreifen. Den Seemann. Hilf mir, ich sterbe an Armut, der Arme. Novigrader Docks. Wir haben die Huren, die Krätze oder so, die kratzt sich die ganze Zeit, mit der würde ich es nicht tun. Ramen Supper, I never refuse. Ganz viele Piraten. Fistech-süchtige Lakai des Bettlerkönigs. Ah ja, okay, von dem hatten wir es. Da müssen wir wahrscheinlich später dann hin. Kaufmann. Ich wollte echt nur mit ihm reden, ich habe aus Versehen ihn beklaut. Ich glaube, das sind wohl irgendwie so von diesem Orden, diesen, ich kann mir nie merken, wie die heißen. Priester des ewigen Feuers, ewiges Feuer, genau. Die haben wahrscheinlich solche Dinge da aufgestellt. Der redanische, die redanische Armee braucht dich. Tritt ein und werde ein Held des Nordens. Ah ja. Okay. Sänger solltest du nicht werden. Zwielichte Gegend hier. Ziemlich viele Kinder. Eine Reederei oder so. Ach, nett. Hier hat man auch wieder einen schönen Blick auf Novigrad. Ich glaube, so langsam bin ich am Ende dieses Zipfels angekommen. Dann haben wir zumindest hier mal schön den Hafen und alles gesehen. Oh, da hinten ist so ein Schiff. Gibt's da Beute? Ich spring ins Wasser von hier aus. Hui. Ich will da hinten hin. Das sah so gekentert aus irgendwie. Vielleicht ist da ja ein Schatz versteckt. Sonne geht unter. Und wir spielen hier mit den Bettlern und Kindern am Strand. Was ist das für ein Haus? Das hat irgendein Zeichen in der Seite. Das hat echt jemand ungut geparkt hier. Aber, naja, gut, es gibt ein bisschen was zu holen, nicht viel. Uah. Ich wollte da hoch. Ist nicht so einfach, wenn es so schräg steht. Kipp.
Captain Geralt. Haha, ich wusste doch, da gibt es bestimmt Truhen. Es knarzt. Komisches Ding. Kann ich da hochklettern? Tatsache. Ah, wunderbar. Scheiße, den man hier machen kann, ey. Einfach mal irgendeinen Unsinn treiben. So muss es sein. Oh, jetzt wird der Mond. So ein Stück weiter nach vorne. Das ist doch auch mal eine Aussicht. Da oben brennt ein Feuer auf dem Turm. Ja, da stehen wir hier auf der Galionsfigur. Treiben unseren Schabernack. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich in die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.